letzten vielen Jahre eingezahlt und muss jetzt selbst für diesen Kurs, der hier läuft, den ich gerne haben möchte, oder wo ich dann sage, das könnte mir für die Zukunft was bringen, in den ersten Arbeitsmarkt zu kommen, dass ich jetzt halt eben sehe, von deinem Geld kriegst du nichts mehr ab. Sieh mal zu, wo du bleibst. Und das ist eben das, was mich also am meisten in dieser ganzen Situation auch ärgert. Man kriegt immer nur einen auf den Latz, wenn irgendwie was falsch läuft. Und das kotzt mich einfach tierisch an. Das ist nicht gut. Und das würde ich mir wünschen, dass auch mal aus Sicht von der anderen Seite des Schreibtisches, also von uns, dass wir hier nicht sitzen und uns an die Füße spielen und dass wir schon irgendwo an uns den Anspruch haben, trotz der bescheidenen Möglichkeiten, da irgendwo was auf die Beine zu stellen. Michael Overath musste sich als Fallmanager um deutlich weniger Fälle kümmern als vor Hartz IV. Schließlich hatten sie endlich mehr Personal im Amt. Mehr Jobs für die Arbeitslosen hatten sie deshalb trotzdem nicht zu verteilen. Jedenfalls keine richtigen Jobs. So, jetzt hatten wir noch eine andere Sache. Wir wollten schauen, nach dem Umzug, wenn das alles gut geklappt hat. Wegen Arbeit, ja. Ob Sie einfach mal gucken, ob Sie nicht für so einen 1-Euro-Job in Frage kommen. Genau, ja. Der 1-Euro-Job. Laut Gesetz sollte das eigentlich das letzte Mittel sein. Nach einem Jahr Hartz IV gab es in Hagen 3000 1-Euro-Jobber. Die Devise damals, Hauptsache irgendwie beschäftigt. Okay, das ist nichts Dolles, klar. Aber irgendwo sehe ich es nicht ein, dass Leute, die nichts machen, Anspruch auf diese volle Förderung, also das volle Geld haben, Arbeitslosengeld kriegen die kriegen ihre Miete sichergestellt. Und auf der anderen Seite denken sie, ich brauche mich um nichts anderes mehr zu kümmern. Euro-Leute fand man schon nach kurzer Zeit an vielen Orten in Hagen. 35 von ihnen arbeiteten auf dem Friedhof der Stadt. Sie alle waren auch vor Hartz IV schon lange arbeitslos. Viele hofften, dass der 1-Euro-Job ihre Chancen auf eine richtige Stelle verbessern werde. Schließlich hatte das Gesetz das versprochen. Darko Trisic war schon damals ihr Chef. Er machte von Anfang an keinen Hehl daraus, was er und die anderen Festangestellten von den neuen Kollegen hielten. Also die einzelnen Truppen von uns, wenn man sich begucken will, die wollen die alle gar nicht mithaben. Also wenn es nach denen geht, würde kein 1-Euro-Jobber hier arbeiten. Für die feste Belegschaft. Manchmal wünsche ich mir das auch. Also es ist wirklich schwierig. Die meisten wollen auch gar nicht arbeiten. Mesut und Sascha, schneidet ihr die Gräber? Und denkt dran, könnte es passieren, dass ihr selber fegen müsst. Also schneidet ordentlich, langsam und versaut nicht so viel drumrum. Markus, du bleibst dann hier, machst den Tag sauber und Teddy, du auch, ja? Was haben Sie jetzt in den 3 Wochen gemacht, die Sie bisher hier sind? In 3 Wochen habe ich bis jetzt gemacht, die Laub gefegt ganz zeitlang, Äste aufgesammelt, Lagerarbeiten und Regenringen sauber gemacht, auch von Laub entfernt. Ja, das waren die einzigen 3 Wochen bis jetzt, was ich gelernt habe. Und die Rasenmäher richtig schön sauber gemacht auch. Und zur Reparatur einen Zettel draufgekriegt, was kaputt ist. Das sind bis jetzt die 3 Wochen. Aber ich bin gespannt, was noch kommt. Ein halbes Jahr lang. Ein halbes Jahr lang erstmal. Ich will auch gerne weitermachen. Ich will ganz gerne auch hier auch die Ausbildung gerne machen. Also wenn sich jemand bei mir bewerbt, ja super. Ich habe hier ein Zeugnis. Ich habe schon mal als 1-Euro-Jobber 6 Monate am Friedhof gearbeitet. Ja toll. Ich weiß nicht, ob er dadurch eher einen Job kriegt. Mittags gingen die 1-Euro-Jobber vom Friedhof gemeinsam essen in die Hagener Suppenküche. Langsam. Wie, ja, ja. Nein, das ist so.
In der Suppenküche wurde es so voll, dass sie in Schichten essen mussten. Auch das hatte sich mit Hartz IV geändert. Hier führten sie genau Buch über die Zeit seit dem Start der Reform. Ich kann ja mal zurückgehen hier bis auf Januar. Das ist... Moment, wo hab ich denn? Hier, ja. Da ist der 19. Januar 268. Ja. Und jetzt gehen wir mal auf den November 410. Ja. Seit Hartz IV hat sich hier das Klientel verändert. Es kommen auch ganze Familien. Passiert auch schon mal, dass sie gucken und wieder gehen, weil sie eben sich schämen. Und dann beim zweiten Anlauf reinkommen. So, ne? Viele fragten sich damals, wo bleiben die neuen Arbeitsplätze, die mit Hartz IV kommen sollten. Arbeitsgemeinschaft Wünschtertagen Schüngel, hallo. Wo sind Sie denn jetzt? Ach, im Aufzug. Ja, das hört sich doch gut an. Ja, dann sehen wir uns ja gleich. Ja? Herr El-Baraki, Herr Rashid. Ja, das hört sich ja gut an. Kommen Sie rein. Schüngel, mein Name. Grüß Sie. Rüdiger Schüngel wurde mit der Reform Arbeitsvermittler. Er sollte für die Langzeitarbeitslosen die echten Stellen finden. Dazu holte er die Unternehmer auch mal ins Amt. So wie den Stuckateur El-Baraki. Der sollte den Arbeitslosen Abdallah Rashid einstellen. Das war 2005. Damals glaubten sie im Amt dafür ein richtig gutes neues Argument zu haben. Wie sieht's denn aus? Ja, ja. Was ich sage jetzt, ja. Wenn jetzt, wenn ich, was ich kriege, Prozent dafür? 3 Monate mit 30% wäre also kein Problem. Damit könnten wir Ihnen auf jeden Fall noch entgegenkommen. Und ich denke mal, haben einen ganz guten Kompromiss gefunden, oder nicht? Dafür kriegen Sie auch einen Mann, der gut ist, das muss man dann nun auch sehen. Aufgrund der Tatsache, 3 Monate mit 30. Das bedeutete, wenn er den Arbeitslosen einstellte, zahlte das Amt 3 Monate lang 30% des Lohns. Ja. Und ich denke mal, Ihnen ist ja wirklich schon geholfen dadurch, dass Herr Rashid schon die ganze Zeit bei Ihnen in der Trainingsmaßnahme war. Sie wissen, was Sie an Herrn Rashid haben. Wir konnten ihn dahin bringen, so wie Sie ihn haben wollten. Und ich denke mal, da haben wir schon einen ganzen Schritt gemacht. So fing es an, das Feilschen um Zuschüsse vom Amt. Schöne Feiertage. Bis dann, wenn was ist, bimmern Sie durch. Mit uns auch, oder? Jawohl. Tschüsschen. Tschüss, ja. Tschüss. Es gibt Arbeitgeber, die eigentlich schon darauf hinaus sind, ich möchte nur einen, wo ich auch was für bekomme. Das muss man einfach so sehen und das kriegt man immer wieder mit. Als erstes immer die Frage, wie wird denn gefördert? Ja, ja, und da muss man dann immer gucken. Deswegen, man muss auch einen gesunden Kompromiss finden. Ob das letztendlich dazu führt, dass es mehr Arbeitsplätze gibt, die es ja nicht gibt. Wo soll ich sie mir aus den Rippen schneiden? Oder ich weiß es nicht. Das funktioniert nicht, wenn keine Arbeit da ist. Dezember 2009. Wir sind zurück in Hagen. 5 Jahre nach dem Start von Hartz IV. Was zuerst auffällt, in der Suppenküche ist es noch voller geworden. Damals, als das mit Hartz IV begann, stritt man noch, darf es das geben? Dass immer mehr Menschen von Essensspenden leben in so einem reichen Land? Heute haben sich die, die von Hartz IV leben, daran gewöhnt, ihr Essen nicht im Supermarkt zu kaufen. Man weiß, wo man Lebensmittel kriegt ohne Geld. Man weiß, wie man die Damen anlächelt, die das verteilen. Man lässt da ein Schamspiel. Man weiß genau, wie man die anguckt. Man bedankt sich 3-mal. Man weiß, wo man Brot bekommt oder man nimmt was mit, friert sich was ein. Und man versucht, sich da irgendwo durchzudrücken. Oder man geht doch in die Kirche hin, wenn da sonntags eine Nikolausfeier ist und isst dann ein Würstchen oder 2 mehr.